Herzlich willkommen bei den News-Tagen. Mein Thema dieses Mal ist digitale Gläser. Und die Kurzversion ist, wenn wir uns Daten anschauen, dann machen wir das mit Hilfe von anderen Daten, sogenannten Programmen. Und das sind unsere Augen. Mit denen schauen wir auf die Daten. Und die große Frage ist, was sehen wir eigentlich? Sehen wir das Richtige? Sehen wir alles? Sehen wir nur einen Teilaspekt? Oder sehen wir eventuell sogar etwas Falsches? Ich hoffe, ihr seid auch dafür gekommen. Also nebenan gibt es noch den Vortrag über Go und warum freie Software. Für den Fall, dass ihr falsch sitzt. Vielleicht kann ich euch noch, mir ist wieder aufgefallen, es gibt immer das übliche Problem, kommt noch jemand rein, kann sich nicht hinsetzen. Könnt ihr euch vielleicht ganz kurz bitten, in die Mitte zu rücken? So, einmal kurz umsetzen, soweit es geht, irgendwie in die Mitte. Dann ist am Rand ein bisschen Platz. Das wäre nett, danke. Ist ja nicht laut genug, kann man mich hören? Hallo, hallo. Okay. Das heißt, ich rede lieber ein bisschen lauter und tue das Mikrofon ein bisschen beiseite, damit es nicht zu laut wird. Okay. Ja, ausgehend von einem ganzen Kram, den wir haben, von den Nullen und Einsen, von den vielen, die wir haben, wie schauen wir uns das Ganze an? Natürlich sehen wir das nicht in Nullen und Einsen, das wäre viel zu mühsam. Und was wären Bilder, wenn sie nicht bunt wären, sondern nur Nullen und Einsen auf dem Terminal wären? Das ist ein bisschen langweilig. Also brauchen wir ein bisschen was anderes. Die Struktur ist natürlich, dass wir Bits zu Bytes zusammenfassen. Das muss nicht nur 8 Bit sein, sondern es kann auch mehr sein, je nach Maschine, was dort adressierbar ist. Und naja, früher mussten wir erklären, was ein Kilobyte ist. Heute mittlerweile war das so. Ich habe eine Aufnahme gesehen von jemand, der vorgetragen hat, und ich fand das so nett. Der hat dann irgendwas erwähnt von Megabyte, und er dreht sich auf einmal um zum Publikum und sagt, für die Jüngeren hier, ein Megabyte ist ein 1024. Gigabyte. Ja, so ändern sich die Zeiten. Und ja, wir sind mittlerweile in Bereichen angekommen, schon bei, nicht nur bei Terabyte, die Platten können wir für einen Huni kaufen irgendwo. Wir sind bei Petabyte und wir sind bei Big Data irgendwo angelangt. Alles, was wir machen und tun, sammelt sich viel zusammen. Wir brauchen gute Tools, um einen Überblick zu behalten. Ja. Ob die Tools immer auch für das Richtige verwendet werden, sei dahingestellt. Das Motto der heurigen Linux-Tage ist ja auch, niemand beabsichtigt, eure Daten zu klauen. Das geht, wer es nicht kennt, in die Richtung des Herrn Ulbricht, der damals gesagt hat, niemand beabsichtigt, eine Mauer zu bauen. Und dann wurde sie gebaut. Aber an sich glaube ich, niemand muss eure Daten klauen. Wenn sie euch anmeldet und eure Daten hergibt, freiwillig, dann ist das schon okay. Hört niemand gern. Ich auch nicht. So, wie schauen wir uns denn Daten an? Ich möchte ein Beispiel bringen. Ja? Ein Programm, das ihr vielleicht kennt, ist XXD. Das ist ein Hex-Umwandler. Ja, die Daten, die die Nullen und Einsen haben, werden anders dargestellt. Das ist hier sozusagen mal exemplarisch dargestellt. Das File, was ich ausgewählt habe, mut.png, das ist so das kleine Hündchen für das Mail-Programm. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, so wäre das eine Darstellung im Terminal. Das ist natürlich nicht ganz so das, was man kennt, aber immerhin, ihr könnt erkennen, das ist ein kleines Hündchen. Ja? Dein Mischlingshund, genau. Und die Repräsentation, das ist jetzt ja die Idee, wir schauen auf die Daten in einer bestimmten Art und Weise, ist eben das, was hier auf der rechten Seite dargestellt ist. Jetzt habe ich es verschmissen. Aha. Also, im Wesentlichen, wir können ein bisschen was herausziehen aus diesen Daten. Wir können ein bisschen Text darin erkennen, aber das Wesentliche sind irgendwelche Punkte. Und Punkte sind eben die Darstellung für die Zeichen, die wir sonst nicht richtig sehen, die gar keine Pixel haben. Und das ist eine der größten Schwierigkeiten. Wenn wir uns das mal anschauen, ja,
sogenannte, manche Zeichen haben keine Repräsentation durch Pixel. Ja? Wir erinnern uns, wenn ihr auf der Tastatur was drückt, wie Ctrl-A bis Ctrl-Z, das sind schon Zeichen und die stehen in der ASCII-Tabelle drin, aber die haben leider keine Pixel. Könnt ihr nicht wirklich sehen. Es sei denn, wie zum Beispiel in der Shell wird das dargestellt, ich gehe mal ein bisschen hin, ich sage mal, bitte nichts ausführen, sondern ich möchte gern, was ist ein Ctrl-A? Und da steht dann ein Ctrl-A und die übliche Zeichenschreibweise ist so ein Carré, ein Hütchen mit einem A. Kann man so machen. Könnte auch anders aussehen. Wir könnten auch Zeichen dafür erfinden, die Pixel haben. Ja. So. Ja, wenn wir unsere Dateien schreiben, dann folgt das letztendlich einer gewissen Struktur und der sogenannten Formaten. Und diese Formaten sind dargelegt, auch beschrieben. Und es gibt sehr viele davon natürlich. Es gibt Tausende und deswegen gibt es auch ein ganzes Buch, ja, wie diese Dinge aussehen. Aber es hilft uns das Buch, wenn wir alles im Kopf haben müssen und im Kopf prozessieren müssen, um die Dinge zu erkennen. Das sind einfach zu viele, es sind einfach Tausende. Niemand kann das sich alles im Kopf anschauen und dann auch noch erkennen. Deswegen gibt es ein schönes Tool. FileType lässt sich erkennen mit dem Programm File. Ja, das wendet man an, zum Beispiel hier auf die Z-Shell. Das ist erst einmal ein symbolischer Link im Dateisystem. Okay, da gucken wir noch nicht wirklich hinein, aber immerhin ist das erkannt. Wenn wir weiter hinschauen und diesem Link folgen, dann finden wir also etc. Alternatives Z-Shell. Und das sagt, das ist wieder ein symbolischer Link. Na super. Dann folgen wir diesem ganzen Ding. Wir finden, aha, es ist ein ELF-Binary. Was immer das alles heißt und so weiter. Das überlasse ich anderen Vortragenden dann mal, das da mal hineinzuschauen. Ja, und letztendlich, wie erkennt dieses File diese ganzen Dateien? Nun, es gibt eine Datei, die heißt Magic-MGC. Da stehen diese Dinger drin, wie was erkannt werden soll. Und ihr könnt euch das hier mal anschauen mit dem Manual Man 5, also Sektion 5, Magic. Ja, also diese Magie steckt da eigentlich dahinter. Das ist ganz praktisch. Also wenn wir jetzt irgendwas mal hier eingeben, mit File, ups, ich habe mich vertippt. Passwort, etc. Passwd. Was ist denn das? Ein ASCII-Text. Na, das ist doch schön. Ja, dann haben wir die Bestätigung so ungefähr. Ja, inwieweit erkennt das aber alles? Das ist so langsam die Frage. Ich denke, jeder von euch kennt, Linux oder nicht, kennt einen Webbrowser. Und ein Webbrowser möchte ich, dass ihr ab heute seht, wie ein Glas. Dieser Webbrowser schaut sich HTML-Dateien an und rendert eine Version herum. Ja, also Webdateien an sich anschauen, das ist ziemlich eigentlich unspannend. Wenn ich hier mal schaue auf meine Homepage, da steht so Zeugs drin, ja, HTML, und ich habe es ein bisschen eingefärbt, aber so zu lesen, das ist langweilig irgendwie. Wir brauchen an sich diese Brille, um uns etwas anschauen zu können. Erst dann macht das wirklich Sinn. Webbrowser geben einen Sinn von den Daten, die da sind, und die Embedded Links natürlich werden gehighlightet und anders dargestellt, damit ihr wisst, da könnt ihr draufklicken und dahin gehen. So, ja, immer noch natürlich, aber normale Gläser, die wir kennen, sind die, die wir auf den Augen tragen. Hier haben wir das Ding im Computer. Das ist extra Schirm, auf dem die Webseite dargestellt wird. Also noch haben wir das nicht direkt am Körper. Ihr kennt vielleicht, das ist ja gerade so ein bisschen wieder gehypt worden, diese Displays, die es gibt, die man direkt halt auf die Augen tut. Virtuelle Realität, man gibt sich in Dunkelheit erst einmal und dann sieht man rundherum das, was man zu sehen hat. Das haben wir noch nicht, aber im Prinzip könnten wir auch uns die Webseiten dort darstellen lassen. Ja, mal sehen, wie weit das geht. Was die Webbrowser angeht, es gibt unheimlich viele. Ich weise nochmal darauf hin, also jeder kennt Chrome, Safari, IE habe ich vergessen, Firefox. Und es gibt aber auch noch ein paar Textbrowser. Ich selber verwende halt das. Und wenn ihr schaut, das ist eben zum Beispiel Google. Wenn wir gerade drauf schauen, ach ja, übrigens, heute ist der 100. Geburtstag von Claude Shannon.
Er hat so Grundlegendes geleistet, was Informationen und so weiter angeht. Bitte mal anschauen. Ich glaube, gestern gab es auch eine Sendung, oder vorgestern von ORF, wo sie darüber diskutiert haben, was hat der Mann gemacht. Und ich glaube, eine Woche lang ist es abrufbar. Yay, eine Woche. So, schaut euch mal an diese Liste von Webbrowsern. Das sind unheimlich viele. Es ist eins von dieser Kategorie von Programmen, die immer wieder neu erfunden werden. Ein Editor, ein Mailprogramm und eben ein Webbrowser. Das ist so die drei häufigsten Sachen. Es gibt sehr, sehr viel alternative Sachen. Schaut mal rein, es gibt coole Features hier und da, die es anderswo nicht gibt. Ja, also Webbrowser sind Gläser, die uns Webseiten darstellen. Ein anderes Beispiel ist, wir schauen auf sogenannte Docs, die es da gibt, immer eigentlich mit den üblichen Sachen. Es gibt immer wieder Brillen dafür, aber es hat eine gewisse innere Struktur, die nicht erlauben, wirklich das schön darzustellen. Man muss diese innere Struktur kennen. Wir haben AbiWord, TextMaker, ich lese mal einfach vor, Word, WordPerfect und dann die ganzen Office-Tools. Und alles sind Gläser. Niemand will, glaube ich, diese Daten sich anschauen, einfach nur so, im Hex-Editor oder so. Und die Frage ist immer, sehen wir immer wieder dasselbe? Also wir können eigentlich nur dasselbe irgendwie sehen, wenn wir uns auf ein Datenformat festgelegt haben und genau festgelegt ist, was damit, wie es angezeigt werden soll. Sonst sehen wir mit jedem Glas, mit jedem Anschauprogramm was anderes. Das ist dann, glaube ich, für diese Dokumente dann nicht mehr so ganz der Hit. Ja, die Idee ist natürlich, dass das, was man sieht, auch das ist, was man nachher rausbekommt, wenn man es druckt. What you see is what you get. Einmal natürlich auf dem Bildschirm, aber natürlich nachher auch, wenn man es gedruckt hat. Diese Übertragung ist letztendlich auch eine große Schwierigkeit, dass auch dasselbe rauskommt. Man muss viel aufpassen. Ja, hier ist das eingebaut, das habe ich nicht fertig gemacht. Ich möchte darauf hinweisen, dass es Tools gibt, die aus einem Word-Dokument einfach den Textteil herausholen. Ja, also es ist dann nicht mehr so wichtig, was ist Überschrift, was ist Marginalie, Fußnote und so weiter. Gib mir einfach nur den Text, dumpe das Ganze und ein Tool heißt AntiWord. Sollte man installiert haben, so nebenbei erwähnt. Ja, E-Mails sind ein typisches Beispiel dafür, für Daten, die wir durch die E-Mail-Programme anschauen, wieder Gläser. Und es sieht immer wieder ein bisschen anders aus. Ich möchte gar nicht so unbedingt auf die Attachments eingehen, die es irgendwie gibt. Ja. Da kann natürlich Bilder und was auch immer drinstecken, das überlassen wir anderen Programmen. Aber wie sieht eine E-Mail aus? Und eine große Schwierigkeit, meine ich, ist, dass je nach gewählter Brille wir was anders sehen, zum Beispiel beim Header. E-Mail ist einfach. E-Mail soll einfach sein. E-Mail wird einfach gemacht, indem der Header zum Beispiel angezeigt wird, nur das Wichtigste. Der Absender, das Subject, wo geht's hin, an die Adressaten und noch das Datum. Und manchmal einfach fehlt schon mal die grundlegende Idee, dass wer hat es denn eigentlich geschickt, mit welcher Brille, mit welchem Interface wurde es eigentlich gesendet. Manchmal weiß man da gar nicht, das kommt von einem Smartphone, von einem Webmailer oder etwas anderem. Und viele Probleme entstehen dadurch, meine ich. Ja, ich benutze also Mutt und Mail, ich weise nur darauf hin, dort kann ich mir jede Menge Farbe einstellen. Ich mag Farbe, bunt ist meine Lieblingsfarbe, deswegen, wenn man da reinschaut, da, das ist jetzt, oh, Cron Demon sehr viel. Ich spiele gerade mit Cron herum. Mal kurz das weghauen, den ganzen Kram. So, 200 Mails weniger, plopp. So, sieht bunt aus, ja? So habe ich es mir eingestellt. So kommt Mut nicht daher. Wer Farbe nicht mag, der muss es einfach nur ignorieren und nichts einstellen. Ich mag es halt, wenn halt es bunt ausschaut. So schaut es bei mir aus. Ja, also meine Brille ist sehr einstellbar. Meine Brille zeigt vom Header genau die Headerzeilen, die ich sehen will, genau in der Reihenfolge, wie ich sie sehen will und genau in den Farben, wie ich sie sehen will. Wer einen Mailer hat, der das nicht kann, sollte mal Mut anschauen. So. Zurück zum Vortrag.
Ja, ich habe noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, was man alles sehen kann oder nicht und so weiter. Ich überspringe das mal ein bisschen, weil The Point kommt ein bisschen später. Es ist ein bisschen eine Zusammenfassung dessen, was sollte man sehen, was kann man sehen, wie kann man sich das einstellen. Es gibt dieses tolle Display-Feature bei Mut. Ich lasse das jetzt mal besser weg. Genau. Und das, was ihr vor der Nase seht, den Text, den schreibe ich halt in meinem Lieblingseditor Vim. Und auch den habe ich eingestellt auf Farbe. Das heißt, ihr seht, was ich sehe, meinen Text nicht so, wie er als Webseite da ist, uneingefärbt, sondern eben mit diesen Zusatzfarben. Nicht? Also ihr seht diese Pseudo-Header-Zeugs, das in Anführungsstrichen steht und irgendwas mit Doppelpunkt und so weiter. Das Zeug alles. Ich setze mir also eine bunte Brille auf, wenn ich meinen Text schreibe. That's the point. Ja? Ich sehe eventuell mehr Informationen an der Sache. Und jetzt zu einem Beispiel, das ich sehr interessant finde. Wenn wir ein PDF anschauen, dann nehmen wir natürlich einen PDF-Viewer. Ist ja klar. Ich muss das mal ganz kurz hier runterladen, weil ich bin jetzt auf Knoppix. Ich habe nicht mein übliches System dabei, aber Knoppix kennt ihr wahrscheinlich eh. Live-System. Na, hoffentlich kriege ich das jetzt herunter. Ja, dauert einen Moment. Oh, ich bin aber sicher, ich habe es ja eigentlich schon auf der Platte drauf. Okay, wenn das jetzt nicht mag, 5 Stunden, sportlich, dann muss ich mal kurz danach suchen. Sekunde. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich könnte jetzt rebooten, aber das mag ich nicht. Rebooten ist ja uncool. Ein System läuft so lange, wie Strom da ist. Aha. Ist das nicht mit dabei? Das habe ich mir zumindest reingegeben. Sehr schön. Ich meine, das liegt darum. Nein? Ja, ich spiele jetzt ein bisschen rum mit dem ganzen Zeug, damit ich das möglichst einfach finde. Schau mal. Obwohl, da liegen so viele Daten rum, das ist vielleicht nicht so ganz der Hit, rekursiv suchen zu lassen. Es ist nicht da, es ist nicht da, das ist doch nicht gut. Das ist natürlich ärgerlich. Ich möchte schon, aha, das war eine Veranstaltung. Wie kriege ich das also möglichst jetzt runter, wenn ich es nicht vor der Nase habe? Das ist ja echt ärgerlich. Ha? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das liegt sozusagen immer, es lag die ganze Zeit in meinem Home rum, da, was wir uns jetzt anschauen. Und jetzt ist es nicht da. Das ist super ärgerlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ärger, Ärger, Ärger. Ups, ja. Grummel, Grummel. That's nämlich the whole point. Schauen wir nochmal. Ob das nicht doch irgendwie kommt. Na? Na? Immerhin, wir sind schon runter auf eine Stunde. Na, das dauert zu lange. Das ist sehr ärgerlich. Lass es mal laufen. Mal sehen, vielleicht kommen wir doch runter irgendwie. Ja, was ich euch dabei zeigen will, ist eigentlich eins. Dies ist ein ganz spezielles PDF. Es gibt eine gewisse Gruppe von Leuten, die da was machen. POCO GTFO. Ich werde das nicht expandieren. Aber die wesentlichen Sachen, sie bringen das irgendwie so alle ein, zwei Monate was raus, sammeln das und es werden ein paar Hacks dargelegt. Und das Ganze ist recht selbstreferenziell. Es ist ein Text, der euch zeigt, wie Dinge gemacht werden. Das haben die zusammengestellt und ist ziemlich gut geschrieben.
Und dieses ist ein besonderes Beispiel, weil wenn wir uns das als PDF anschauen, sehen wir den ganzen Text. Und dann auf Seite 60, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt ein Text, ein Liedtext, der angepasst wurde. Ihr kennt vielleicht dieses Lied, Diamonds are a girl's best friend. Und naja, das wurde angepasst von einer Geekin. Und Root Rights are a girl's best thing, right? Also, wenn sie, danke, wenn man sozusagen Root Rights gibt, ja, das ist wunderbar, dann kann das Mädel eben da auch alles machen auf dem System. Und überhaupt, dieser ganze Text ist schön angepasst. Nicht nur das, sondern sie hat es auch gesungen. Naja, jetzt sieht man den Liedtext, aber wie sollte man das hören? Man müsste also ein weiteres File runterladen, eine Audiodatei, um das hören zu können. Man kann das verlinken natürlich, man kann das als Webseite gestalten, aber der Hit ist, es ist embedded. Und wir sehen bei 3%, na, das wird nichts mehr. Das ist jetzt so richtig schade. Wie peinlich. Also, dann muss ich euch den Effekt leider so erzählen. Weil PDF ein Containerformat ist, das mehrere Dinge enthalten kann, Bilder und so weiter, kann es auch Audio enthalten. Es enthält diesen Audioteil, es enthält den gesungenen Song mit dabei. Und ihr könnt es direkt auch an den M-Player zum Abspielen geben. Also eine Sache, die man nicht unbedingt erwartet. M-Player anwenden auf PDF. Was würde man erwarten, was da rauskommt? Fürchterliches Noise, Gegabel. Und dann habt ihr den Effekt, es funktioniert. Ihr hört, wie Fabienne, so heißt sie, diesen Song auch singt. Und für mich ist eben ein Beispiel dafür, was sind Daten, was sind die Daten enthalten, wie funktioniert das Ganze. Format ist nicht gleich Format. PDFs sind Containers und enthalten eventuell eine ganze Menge anderes Zeug. Und es gibt ein wichtigen Vortrag, ich finde, von Julia Fox mit dem netten Titel Oh my God, WTF, PDF. Und ich habe das bei einer Security-Konferenz einmal vor Jahren gesehen und nach dem Vortrag habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kann PDFs auch nicht mehr trauen und irgendwas, ich fasse das nicht wieder an. Und der Grund ist, kurz gesagt, dadurch, dass es Container ist, enthält es Dinge, es kann JavaScript enthalten und der kann auch ausgeführt werden. Schlimmer noch, es kann einen Link enthalten zu einer externen Datei, die JavaScript enthält und der kann ausgeführt werden. Jetzt muss man natürlich das dazu auch zwingen, dass es das tut. Aber jetzt kommt es, ein paar PDF-Viewer sind so implementiert, dass sie sagen, wenn du auf Seite 23 springst, dann spring nicht nur, such das einfach und spring dahin, sondern alles, was auf dem Weg liegt, musst du auch ausführen. Also alle Objekte, die da drin sind, müssen deklariert und ausgeführt werden. Und wenn das eben irgendwo sagt, ja, mach was mit JavaScript, dann macht es das. Ja, ein Freund von mir hat nach der Uni, nach seiner Dissertation sich beworben, hat ein PDF geschrieben, in dem er so eine Art Rückmeldung eingebaut hat. Also jedes Mal, wenn jemand sein Resümee gelesen hat, dann hat sein Webserver geklingelt und gesagt, ich werde gerade gelesen. Ja, schöne Sache. Man kann nette Sachen machen, Dinge, die nicht wehtun, aber wie ihr natürlich wisst, man kann alles reinschreiben. Es kann auch sehr destruktiv sein. Also bitte, passt auf, welche digitalen Gläser ihr auf den Daten verwendet. Es könnte Nebeneffekte haben. Ja, man nennt übrigens solch eine Datei, die mehrere Dinge so macht, ein Polyglot. Ja, also wie ein Mensch, der mehrere Sprachen spricht und so weiter, so ist das eben in mehreren Sprachen geschrieben, dieser Text. Würde mich auch sehr darüber freuen, wenn es wieder darüber einen Vortrag gibt. Mit verschiedenen Programmiersprachen kann man sich einen Programmtext anschauen und der kompiliert, sage ich mal, in all diesen Sprachen, zumindest in zwei Sprachen. Das ist sehr interessant. Ja, sofern wir eine Datenmenge anschauen können mit verschiedenen Programmen,
eine Grundidee ist, ein Programm mal laufen zu lassen auf einer solchen Datei, das File, und es erzeugt eben einen Output, und das Ganze mit einem anderen Programm ebenfalls machen, und das sollte man sich dann mal anschauen, wie das ausschaut. Also das Diff-Tool kann euch dafür etwas zeigen, sofern der Output Text ist. Wenn es einfach nur Binaries sind, naja, dafür gibt es auch noch andere Tools, wieder eine kleine Wissenschaft für sich. Und wer mehr über PDFs wissen will, der schaut sich das Buch an von Kurt Pfeifle, das PDF-Kung-Fu. Das wird auf Leanpub veröffentlicht. Und ja, immerhin steht da schon so einiges Interessantes dran. Das Nette ist, es ist nicht unbedingt in kurz Sinne. Solange es noch freiwillig ist, dass man etwas spenden kann, das wäre natürlich nett, kostet es nichts. Und das Schöne an der Sache ist, solange man das Buch gekauft hat, hat man das lebenslange Recht, alle Updates ebenfalls zu bekommen. Und das wird ein interessantes Buch. Weitere Tools, die ich euch ans Herz lege, sofern ihr sie nicht schon kennt. Wenn ihr Bilder macht mit euren Kameras, da stehen natürlich irgendwo Dinge drin. Und ihr wisst wahrscheinlich, da steht da eventuell auch die Geolocation mit drin und ähnliche Dinge. Aber wie schaut man sich das an? Ich stehe natürlich weiterhin auf Text-Tools, die also in der Shell gut laufen. Da gibt es einmal das EXIF-Tool und JHead. Ja, das kann man anwenden, um sich diesen JFIF-Header, wie er heißt, anzuschauen und sehen, was drin ist. Da stehen auch Öffnungszeiten von der Kamera drin und ob geblitzt wurde oder nicht und jede Menge anderes Zeug. Auf der einen Seite ist es zum Angucken, auf der anderen Seite könnt ihr das Tool auch verwenden, um diese Daten einfach rauszulöschen. Also bevor ihr eure Bilder online stellt, wollt ihr vielleicht diese ganzen Daten rausnehmen. Kann ja sein. Oder ändern oder anpassen, weil die Zeit von der Kamera leicht verschoben war. Und so weiter. Ja. Für PDF zum Anschauen gibt es auch nette Tools. PDF-Info ist so eins, was ich sofort eben aufrufe, immer wieder aufrufe, wenn ich ein PDF habe. Ach, Moment mal, vielleicht habe ich ja... Ich habe es da. Ah, ich habe es in meinem Home online. Ha. Brechen wir das mal ab hier. Ja, natürlich. Nur noch 50 Minuten, ja. Haltet ihr durch? Ich rede doch gern weiter, so ist es nicht, aber ich glaube, der Mensch nach mir ist vielleicht dann ein bisschen sauer. Ja, also ich kann mir das darüber holen. Mal sehen, wenn es da ist, dann soll es ja nicht so lange dauern. Und was haben wir auf der Datenrate? Ui, das geht schon schnell. 2,1 Megabyte pro Sekunde. Darüber hätte ich mich damals, Opa erzählt vom Krieg, echt gefreut. Also als wir anfingen, dann haben wir Zeugs über Nacht versuchen laufen zu lassen und diesen Rechner darf keiner anfassen und wir haben eine Übertragungsrate von sogar über einem Kilobyte pro Sekunde, pro Minute, pro Sekunde, jetzt muss ich echt nachdenken, bekommen. Ja, damals war es, hey, es ist da. So, ich hoffe doch. Da, achso, das ist das Falsche. Oh, Moment, aber es ist zumindest ein PDF, also wir können das natürlich... Ich habe... Das ist auch das Niner. Ja, Niner. Also, tada. Was? It's damaged. Achso, das ist das, was ich hier gerade versucht habe runterzuladen. Ja, das ist natürlich dann... Das können wir uns sparen. Jo... Immerhin, also die Dinge, die man sich darunter lädt, sind diese interessanten Sachen. Da steckt eine Menge Zeugs drin. Schaut euch das mal an. Das ist sogar das Richtige, das Falsche. Mal sehen, 60 war es irgendwie. Loadrunner. Jo, nee, das ist also nicht, das war das schon in der Gegend irgendwie. Ja, wie ihr seht, ein bisschen Assembler, alte Dingens, Referenzen auf Zeug. Virtuelle Maschinen, schaut euch das mal an. Warum habe ich das 9er denn nicht? Wo waren wir? Ah ja, genau, ich wollte kurz zeigen, PDF-Info, wie das so mit dem ausschaut. Was haben wir hier? Dann nehme ich mal dieses Popo-Dingens da. Also wie ihr seht, es ist mit Hilfe von Tech kreiert worden, mit PDF-Tech.
Genau. Man kann aber auch da reinschreiben, wirklich so, wer sind die Autoren, eine ganze Liste und Stichworte und all so einen ganzen Kram. Also wenn ihr einen Text schreibt mit Pech und so weiter, das könnt ihr alles mit angeben. Es gibt ein kleines Style-Sheet dafür. Könnt ihr einfach eintragen, ein paar Befehle. Es ist eine gute Sache, wenn man ein PDF findet, dass man weiß, wer hat es gemacht und welche PDF-Version ist das eigentlich. Das ist ja für manche Viewer dann doch wichtig. Ja, zurück zum Dingens. Wir sind schon 31. Also ich versuche, auf 40 Minuten zu bleiben, wie mein Prof immer sagte. Ja, wir können über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Mal sehen, ob ich hier noch durchkomme. So. Ja, mit all diesen Sachen gibt es halt die Probleme, die mehr oder weniger, die man auch nicht wegkriegen kann. Ja, alle diese Dinge sind eben nicht von uns selber gemacht und sind deswegen das, was wir haben wollen, sondern irgendjemand stellt das her, und die Grundfrage, die wir uns immer stellen sollten, ist, können wir diesen Leuten eigentlich auch vertrauen? Ja, wird immer das Richtige eingebaut. Die Stichworte hier sind natürlich wieder Backdoors zum Beispiel, ne, bei den Computern, die wir in die Hände kriegen. Also die sind schon eingebaut im ROM und so weiter und sollen dazu dienen, dass die Regierung, die immer Angst haben muss vor uns Bürgern, hineinschauen kann, was wir tun. Ja, und das wird so schnell nicht weggehen. Das ist ein Grundproblem, dass wir, entweder bauen wir Krypto ein, dass wir sicher sind, dann sind wir auch sicher vor der Regierung. Klingt für mich nicht so schlecht, aber die Regierung mag das nicht. So, also müssen wir mal schauen, bei dem Ganzen, was wir in den Finger kriegen, was ist eigentlich wirklich eingebaut. Und meistens steht ja irgendwo was drauf, DIN A4, DIN, Institut für Normung und so weiter. Da gibt es diese ganzen anderen Normen-Dingen. Und wenn so ein Stempel drauf ist, dann klingt das so ein bisschen wie, ist okay. Ich sage mal eher, man sollte anders denken. Es ist legal nach dem Gesetz. Und das Gesetz fordert eventuell, dass hineingeschaut wird. Ich erinnere an das Grundgesetz Nummer 10 in Deutschland. Die Telekommunikation oder Hauptkommunikation ist unantastbar. Schöner Satz. Und der zweite Satz ist, alle Ausnahmen werden geregelt durch ein Bundesgesetz. Ja, so viel dazu. So. Genau, wenn man aber ein bisschen Wissen hat, dann kann man Tools benutzen, um ein bisschen was auch zu testen. Und ich hoffe, es gibt ein paar von euch darunter, die immer wieder mal hineinschauen bei Software, die gebaut wird, was da sich geändert hat und was es Neues gibt. Und die neuen Features sind eventuell Dinge, die man nicht haben will. Ja, was ich immer wieder ein bisschen ärgerlich finde, an sich ist es so geregelt, dass das, was wir in die Finger bekommen, nicht das ist, was wir besitzen. Also wir können Hardware kaufen zwar, und die können wir mit herumschleppen, wir können Software kaufen, aber wir besitzen sie nicht, sondern wir besitzen das Recht auf eine Nutzung. Ja? Immer dann denken, das ist ein kleiner Unterschied. Es ist nicht das, dass wenn ihr was in der Hand habt, dass ihr es ändern dürft. Mittlerweile ist es bei Autos auch so, früher wurde immer rumgeschraubt, heute heißt es, na, wenn sie das anfassen, verlieren sie Garantie. Und wenn sie was ändern wollen, müssen sie es in die Werkstatt schieben. Und da darf nur einer ran, der selber wieder zertifiziert wurde und so weiter. Ja, ist ein bisschen sehr ärgerlich. Aber ja, das habe ich jetzt schon gesagt. Und das entwickelt sich für mich in eine Richtung, dass wir nur noch gewisse Leute ranlassen dürfen. Das entwickelt sich für mich in die Richtung einer Gilde. Ihr kennt das. Mittelalter, nur die eingeführt wurden und zertifiziert wurden, dürfen das Ganze benutzen. Zaubertränke, Gold machen, darf nicht jeder, ja, so ungefähr. Und selbst wenn es einer weiß, dann darf er es nicht, weil, ja, der Staat muss mitverdienen, ja. So. Und dafür möchte ich ich möchte nur nicht einfach sagen, ich finde es unschön, sondern ich möchte gerade dafür warnen,
dass es sich so weiterentwickelt. Es könnte fast sein, dass Software nachher nur entwickelt werden darf, wenn ihr schon von euren Eltern angemeldet worden seid in der Jugendzeit, dass ihr später Programmierer werdet und ihr durchlauft eine Uni, die staatlich abgesichert ist und nur dann dürft ihr staatliche Programme anfassen. Das wäre schlimm. Ja, eine ähnliche Sache ist in dem Sinne auch, ich meine, und ich hätte es besser nachgeschaut, auch das Format für Docs war einmal so, ihr könnt zwar ein Programm schreiben, das das anschaut, ja, technisch, ihr könnt das, weil ihr es könnt, weil ihr das Wissen habt und weil ihr es halt gemacht habt. Und dann kommt ein Gesetz und sagt, ihr dürft es nicht. Das innere Format dieser Dateien ist Teil des Geschäftsgeheimnisses, des Geschäftsmodells einer Firma. Und was jetzt? Wie könnte jemand helfen? Naja, ihr geht zu der Firma hin und sagt, ich hätte gern. Die Firma sagt, ihr zahlt 10.000, dann geben wir euch die Datasheets. Und dann müsst ihr nochmal bei uns zertifiziert sein und dann dürft ihr das machen, aber nur bei uns. Und wir, uns gehört dann das Programm und du kriegst das Lizenzrecht und darfst das über unseren Vertriebskanal weitergeben. Klingt nicht sehr schön, nicht? Ja, das Ganze könnte ein Business Secret sein, wenn ihr irgendwo hineinschaut. Und das haben wir als generelles Problem natürlich. Ich sehe es so, ich sage seit langer Zeit, mein Freund, ich würde dir gerne helfen bei deinem Windows, aber dann müsste ich auch mal hineinschauen und sehen, wie das funktioniert und was greift das Programm an. Und ich kriege immer wieder eigentlich gesagt, das darfst du nicht, das ist Teil des Geschäftsgeheimnisses. Wie soll ich jemandem helfen, wenn ich mich damit strafbar mache? Jo, also diese ganzen Probleme, das ist wie die Box der Pandora. Das öffnet sich und das nimmt kein Ende und wir kommen nicht weiter. Und fast forward, die Lösung wäre freie Software. Und Karl Voigt trägt gerade drüben vor über Gründe für freie Software. Ich sehe da das Grundproblem da drin und die Grundlösung. Wir müssen das öffnen, wir müssen Vertrauen haben ineinander, um das weiterzugeben, damit wir weiterkommen. Und wir müssen auch mehrere Tools haben, um uns Daten anzuschauen. Ja, mehrere Gläser draufwerfen. Die ganze Virenproblematik lasse ich jetzt mal weg, damit, weil wegen Zeit. Das Weitere natürlich auch, es geht immer weiter. Wir haben diese kleineren Dinge nicht nur im Smartphone, sondern im Auto. Demnächst fahren wir autonom. Unser Auto regelt alles, das ist schön, wir können schlafen legen. Aber wenn es uns aus der Kurve rausträgt, wer war schuld? Ja. Haben wir nicht aufgepasst oder das Programm schlecht geschrieben? Was für ein Programm läuft dort eigentlich? Schauen wir uns mal an. Ach nein, das geht ja nicht. Wenn wir drauf schauen, das ist verboten. Hat irgendjemand mal so, ist einer in der Industrie mit einem CAN-Bus mal irgendwo drauf geschaut? Was läuft im Auto alles für Daten? Na, dürft ihr das? Ich hoffe, wir dürfen das. Wenn wir ein Auto kaufen, behaupte ich, müssen wir auch die Möglichkeit haben, eine Sichtweise auf die Daten haben, die da langlaufen. Einfach verifizieren, dass das, was uns gesagt wird, passt schon, auch wirklich tut. Und seien es nur Abgaswerte. Ja, so. Ja, also wenn wir uns den offenen Blick auf die Sachen verstellen, dann holen wir uns alle diese Probleme ins Boot. So, 11.40 Uhr. Ich komme mal zur Zusammenfassung. Ich rufe dazu auf, Daten und Programme möglichst zu öffnen, weitere Gläser zu schaffen, um einen Blick auf die Sachen zu werfen. Daten, die im Netzwerk laufen, Daten, die auf einem Computer laufen, Daten, die man sich austauscht und was da noch alles drin stecken könnte. Je nach Programm, wie man es anschaut, kommt was anderes bei heraus. Wann immer euch euer Computer anschaut, die Programme sind eure Gläser, mit denen ihr euch die Sachen anschaut. Ihr seht aber eventuell nur einen Teil der Daten oder der Dinge, die dort drin sind, je nachdem, welchen Blick dort vorgegeben wurde vom Programmierer.
und andere Dinge zu verwenden, kann sehr erleuchtend sein. Ja, wie immer auch generell, ihr findet irgendwann euer Tool, euren Editor, euren Mailer oder was auch immer, mit dem ihr zufrieden seid, aber ich möchte euch dazu auffordern, möglichst auch mal was anderes auszuprobieren. Bitte setzt euch nebeneinander und sagt einfach, hier, wir schauen uns mal denselben Text mit einem anderen Programm an, mit einem oder die E-Mail mit einem anderen Mail-Tool. Man lernt immer wieder auch durch die Blickweise eines anderen Menschen, wie er die Sachen betrachtet, was er darin eigentlich sieht. Manchmal sieht man es eben nur mit Hilfe eines anderen Menschen. Ja. Also ab und zu mal die Perspektive wechseln, mal die Daten anders anschauen. Eine neue Brille aufsetzen. Und der Hinweis ist, auch immer wieder mal, auch wenn man was Komisches sieht bei der ganzen Sache, immer mal wieder mal drüber lächeln, weil die Erkenntnis ja auch dafür da ist, ein bisschen Spaß zu haben. Mein Editor kennt jetzt übrigens auch den Befehl Smile dafür. So schaut's aus. Ja, also wenn ihr Gründe braucht, Vim zu upgraden auf die neueste Version von irgendwie seit Dezember ist es mit drin. Ja. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Es war sehr ruhig. Ich hoffe deswegen, ihr habt Fragen. Wir können noch 10 Minuten Fragen machen. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß noch weiter auf den Tagen. Hier schaut es auch im Realraum vorbei, kommt dorthin. Morgen Vormittag ist auch noch ein bisschen Brunch von 10 bis 14 Uhr. Wenn ihr dabei seid, bitte klickert es noch mit ins Doodle hinein. Die Links sind auf meiner Webseite gukes.net. Jo, viel Spaß und ich hoffe auf Fragen. Danke. Jo, gibt es eine Frage, ja? Die Frage, also es war eine Bemerkung? War Ihre Bemerkung oder Frage? Alles. Okay, ich wiederhole es nochmal wegen Aufnahme. Ja, also Hardware läuft auch mit Hilfe von Zertifikaten. Wenn die einmal auslaufen, was machen wir dann? Auf einmal können wir vielleicht auf die Hardware gar nicht mehr zugreifen. Wir haben einen Brick, einen Ziegelstein vor der Nase. Was machen wir damit? Ja, das liste dich ein in die Liste der Probleme. Da müssen wir Lösungen finden. Ich fände es sehr, sehr schade, wenn wir Hardware haben, die auf einmal nicht läuft. Ja, deswegen. Also man stelle sich vor, wir haben einen Schlüssel für unseren Key, also für unser Auto, und wir kommen dort hinein und das Ganze wird schön kryptografisch überprüft mit der Hilfe von auch Zertifikaten. Wir fahren los und mittendrin stellt das Auto fest, dass das Zertifikat abgelaufen ist. Was machen wir dann? Bleiben wir stehen? Können wir die Fahrt noch beenden? Kommt die Internetpolizei und holt uns raus? Ja, ich weiß es nicht. Also der Traum von diesem autonomen Fahren, weil ich es anspreche, ist, ich träume den auf. Ich möchte mich gerne in ein Auto setzen und das Ding bringt mich einfach irgendwo hin. So möchte ich es haben. Und alle diese Probleme auf dem Weg dorthin machen mir Angst. Ja, solange das nicht gelöst ist oder schön gelöst ist. Und ich fürchte, dazwischen erfindet jeder mal irgendwo sein Geschäftsmodell und sagt sich, wenn dein Zertifikat abgelaufen ist, dann meldet dein Auto das an den Automobilclub und der holt dich dann ab, aber es kostet dich was. Ja. Schauen wir mal, was da noch alles passiert. Ja, noch Fragen? Gibt es noch Beispiele von irgendwelchen Gläsern oder Dingen, die ich hier vielleicht noch besser dazu schreiben sollte? Daten anders angeschaut? Ich habe meine Hardware und meine Software und mein Zertifikat läuft aus. Allerdings ist das Programm so dämlich geschrieben, dass es mir dann nichts sperrt. Und ich bemerke gar nicht, dass mein Zertifikat ausgelaufen ist. Und ich weiß es nicht als Benutzer. Ich kann es noch immer benutzen. Für mich hat sich nichts geändert. Und dann kommt eines Tages und sagt, ihr Zertifikat ist ausgelaufen, für die Zeit müssen wir das nachzahlen. Ist das legal?
Gute Frage. Also eine Rechtsfrage. Wenn das Zertifikat ausgelaufen ist und ich kann mein Dings nicht mehr benutzen, dann gibt es eventuell eine Strafe dafür, dass man nicht aufgepasst hat, um die Lizenz zu erweitern und so weiter. Das kann alles passieren, genau. Und ich antworte wie üblich im Technikbereich, der Spruch, die Abkürzung ist IANAL, I am not a lawyer. Ich kann dir das nicht sagen, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich fürchte nur, das wird wieder zu einem weiteren Zweig des Rechtswesens werden. Ja. Ach so, genau, ja, das, okay, das ist sehr gut, genau. Ah, das gehört natürlich zum Problem dazu. Mhm. Okay. Ich darf mir nicht anschauen, ob mein Zertifikat abgelaufen ist. Ja, wenn man sich das Zertifikat nicht anschauen darf, dann denke ich, kann man auch nicht belangt dafür werden, wenn es Konsequenzen gäbe. Aber ich fürchte, Rechtsanwälte sehen das anders. Ja, es löst sich alles in Gefallen auf. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte schreibt es mir. Graz2016@google.net oder sprecht es mich an. Danke, viel Spaß. Danke.